Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 20. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine sehr präzise Berechnung, aber anderes. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in einem westlichen Horoskop. In diesem Bild sehen wir Ganesha. Ganesha unterstützt uns immer bei Neuanfang, auch wie den Tag beginnt, und Ganesha hütet die Astrologie. Dann sehen wir die vier Bilder und die symbolisieren die vier Elemente. Feuerelement ist aktiv, zeigt Begeisterung, Leidenschaft. Die Erdeelement ist eher passiv und zeigt Bodenständigkeit, Realität, ein Bezug zur Materie, Sicherheit, Stabilität, Struktur. Luftelement ist auch aktiv, zeigt Leichtigkeit, bringt uns zu neuen Ideen, Gedanken, vermittelt Worten, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und die Wasserelement ist auch passiv, zeigt unseren Emotionen. Die Tierkreiszeichen Widder befindet sich hier im Feuerelement. Widder ist das Bewegliche. Dann folgt im Feuerelement die Tierkreiszeichen Löwe. Das ist das festhaltende Prinzip. Und die dritte Feuerelement ist die Schütze. Und die Schütze hat von beiden etwas, zeigt diese Dualität. Bei Erdeelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Steinbock. Das Festhaltende ist die Tierkreiszeichen Stier. Und Dualität zeigt die Jungfrau. Bei Luftelement ist die bewegliche, die Waage. Das Festhaltende ist Wassermann und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Zwillinge. Bei Wasserelement ist die bewegliche, die Tierkreiszeichen Krebs. Das bewahrende Prinzip ist Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen, hat von beiden etwas. Das entspricht auch die kardinale Tierkreiszeichen Widder, Steinbock, Waage und Krebs. Sonne befindet sich in der Tierkreiszeichen Steinbock, also hat einen Bezug zum Erdeelement, zum Realität, zum Bodenständigkeit, auch einen Bezug zum Finanzen. Und hier bei Tierkreiszeichen Steinbock ist in einem beweglichen Zeichen. Somit können wir diesen Monat, solange bis Sonne noch im Steinbock ist, können wir einiges in Bewegung setzen. Mehr Sicherheit, mehr Stabilität oder um die Finanzen kümmern. Sonne entspricht Syraya. Syraya ist im Steinbock. Mond befindet sich bei Sonnenaufgang noch in Tierkreiszeichen Zwillinge, aber übergeht in Tierkreiszeichen Krebs. Das bedeutet, Mond ist im Grenzbereich, aber wir starten den Tag naturgemäß mit Sonnenaufgang. Ich setze Soma in Zwillinge. Mond heißt im Indischen entweder Chandra oder Soma. Agni ist die Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Das heißt, Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen.
Ich setze Agni, der Feuergott, hier in Tierkreiszeichen Fischen. In indischen Astrologie gibt auch Mondhäuser, das ist wie ein Mondkalender und zeigt die Mondbewegung, die täglichen Mondbewegung und zeigt auch die Einflüsse von Fixsternen. Agni oder Mars befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Revati und bedeutet etwas zum Ende bringen, vollenden. Und diese Energie trifft die männlichen Personen, weil Mars hat mit Männlichkeit was zu tun und repräsentiert auch die Männer. Merkur, die Sanskrit-Name für Merkur ist Buddha, aber wird mit ein D geschrieben. Und in meinem Bild ist die Schriftweise anderes, hier steht 2D und das bedeutet schon Erleuchtung. Also hier ist ein gewisser Unterschied, aber ich habe kein anderes Bild dafür. Ich verwende Buddha trotzdem zum Merkur. Also Merkur ist Buddha und Merkur befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze im Grenzbereich. Merkur übergeht jetzt zum Tierkreiszeichen Steinbock, das heißt wechselt den Zeichen. Jupiter zeigt unsere Größe. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung und öffnet unserem Auge auf die Ungerechtigkeiten. Jupiter vermehrt etwas. Meistens bedeutet das Glück, weil das bedeutet auch Gewinn oder mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Aber Jupiter kann auch etwas auslösen, wie zum Beispiel Gewichtzunahme. Also muss etwas vorsichtig sein. Es ist nicht immer Glück versprechen, wenn wir mit Jupiter zu tun haben, aber in meisten Fällen doch Optimismus, Glück, Chancen, Möglichkeiten, Gerechtigkeit. Jupiter hat einen Bezug zum Indra und befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Dann folgt Venus, das ist die Liebesplanet und alles, was schön ist, gehört zu Venus. Schönheit, Kreativität, Ästhetik, Kunst, etwas zu verschönern und das ist eine weibliche Energie, also symbolisiert uns Frauen. Venus heißt Lakshmi und Lakshmi befindet sich auch in Skorpion und dieser Mondhaus, wo sich Venus befindet, heißt Yeshta und das war die älteste von den Geschwistern. Und dazu erzähle ich die Geschichte. In indischer Mythologie ist der Mond männlich und verliebt sich an Rohini, macht einen Heiratsantrag und der zukünftige Schwiegervater sagt, ja, er darf heiraten, aber er muss alle Geschwister heiraten und der Mond heiratete alle 27 Geschwister. Und Yeshta war die Älteste. Aber Yeshta bekam Ansehen und Respekt. Und genau in diesem Mondhaus befindet Venus gerade. Und diese Mondhäuser symbolisieren die Tagesbewegung des Mondes. Zurück zu dieser mythologischen Geschichte heißt, Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und heute ist nicht der Mond hier bei diesem Mondhaus, sondern Venus. Und das bedeutet für uns Frauen Anerkennung, Respekt. Saturn steht mit Brahma in Verbindung. Saturn ist auch im Schütze. Und mit Saturn endet die persönlichen Planeten. Wenn wir betrachten die Elemente, wir brauchen jeden Tag die Gleichgewicht. Heute ist
ziemlich gleichmäßig verteilt. Aber wenn Soma oder Mond übergeht dann zum Krebs, dann fehlt wieder die Luftelement, fehlt wieder die Leichtigkeit. Mond befindet sich im Mondhaus Punarvashu und dieser Mondhaus wird bestrahlt von Sirius. Sirius ist eine von den hell leuchtenden Sternen im Himmel, wenn sogar die hellste überhaupt, also das ist Glanz. Das ist sichtbar, das ist Glanz. Sirius wurde auch bei Ägyptern verehrt. Sirius befindet sich im großen Hund, das ist ein Sternbild, der Hund von Orion. Und dieser Sirius zeigt in eine Richtung und das ist der Nordpol im kleinen Bär. Und Nordpol, aber auch Südpol dient zum Orientierung. Und diese Mondenergie durch diesen Sirius-Einfluss bedeutet Glanz, etwas erkennen, sichtbar machen und orientieren oder vielleicht neu orientieren. Jetzt kommen die äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich im Widder, bringt Überraschungen, auch unerwartete Ereignisse, Umbrüche und Veränderungen. Neptun befindet sich in Wassermann. Neptun zeigt unsere Träume, lässt uns inspirieren und mit Wassermann-Energie natürlich kommen wir zu neuen Ideen und Gedanken. Und Pluto zeigt unsere inneren Kraft. Und wie wichtig das ist, weil das hält das Leben erhalten, das ist Pluto-Energie. Und Pluto lässt es gar nicht zu, dass jemand oder etwas diese Kraft raubt. Und das belehrt uns, besonders die Tierkreiszeichen Schützengeborenen gerade, weil Pluto befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Jetzt noch die Verbindungen. Mond steht mit Jupiter in einer Verbindung heute. Also Mond ist der große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Und löst was aus und wirkt auf unserem Alltag und beeinflusst auf unserem Gefühlszustand. Und heute steht Jupiter und Mond in einer Verbindung. Jupiter hat mit Gerechtigkeit auch etwas zu tun oder eine rechtliche Lage. Oder wir möchten etwas vergrößern, Gewinn machen. Und mit dieser Verbindung scheint alles zu unsicher zu sein. Diese Verbindung zwischen Mond und Jupiter heißt ein Quinkungsaspekt und das könnt ihr so vorstellen wie ein Pendel, wo gerade steht dieser Pendel und jemand würde euch fragen, ihr sollt beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen, wenn überhaupt ausschlägt oder ob er so stehen bleibt. Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten. Meistens würden wir sagen, ich weiß es nicht. Ich kann vielleicht rätseln, links oder rechts oder bleibt stehen. Man weiß es nicht. Und das ist dieser vielleicht, vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht nach vorne, vielleicht rückwärts, vielleicht bleibt stehen. Und das ist dieser Vielleicht-Aspekt. Und das bedeutet, jetzt übersetzt auf die Horoskop, wenn jemand versucht, jetzt Gewinn zu machen oder etwas vermehren, man weiß nicht, ob das wirklich Gewinn wird oder Verlust oder bleibt so stehen. Kein Verlust, aber auch kein Gewinn. Oder wenn jemand in einer rechtlichen Lage befindet und macht einen Termin oder möchte etwas rechtlich klären, man weiß nicht, wohin das führt. Man bekommt keine klare Antwort. Also so könnt ihr diese Verbindung verstehen. Venus steht mit Saturn eine Verbindung.
Saturn und Venus in Verbindung, das heißt Skorpion, Schütze, das sind benachbarte Tierkreiszeichen und da kommt eine gewisse Unterstützung. Wir Damen brauchen mehr Struktur, Sicherheit, Stabilität und wir bekommen auch Unterstützung. Weil das so nah ist, kann sogar bedeuten, dass in unserer vertrauten Umgebung kommt diese Unterstützung. Mond steht in Verbindung zum Neptun und das ist eine sehr schöne Verbindung. Mond im Zwillinge, Neptun im Wassermann, zwei Luftelemente verbinden sie sich und das ist eine Harmonie und das löst etwas aus und das sind unsere Träume. Entweder träumen wir etwas und dieser Traum hat eine Bedeutung. Und das betone ich immer wieder, dass ein Traum ist die Sprache, die Seele, nicht alle einzelnen Traum. Im Tiefschlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Diese Träume vergessen wir und diese Träume haben überhaupt keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und das fühlt sich so an, wenn das Realität wäre und bleibt in Erinnerung, dann könnt ihr sicher sein, das war die Sprache der Seele. Ist aber eine Symbolsprache und die Traumdeutung entziffert es. Diesbezüglich kann ich weiterhelfen, weil ich deute sehr gut die Träume und ich liebe das auch. Und es ist oft sehr hilfreich, die Träume zu verstehen, weil die Seele möchte was vermitteln. Sonnenuntergang. Nach Sonnenuntergang, also kurz nach Sonnenuntergang, steht Mond und Merkur gegenüber. Und das bedeutet, hier wird etwas gespiegelt. Mond symbolisiert auch Mutter. Und Merkur hat mit Kindern, mit Jugend auch etwas zu tun. Das kann Themen sein wegen Schul, wegen Hausaufgabe oder wegen die Schule etwas oder mit den Kindern etwas. Und hier ist wichtig, dieses Gleichgewicht, weil diese gegenüberliegende Position bedeutet Gleichgewicht halten. Das ist wie eine Apothekenschale. Wenn das umkippt, dann kippt dieses Gleichgewicht und wird störend sein. Und hier bei Mond-Merkur-Verbindung kann um Mutter-Kind-Themen handeln, aber bedeutet auch Mond die Gefühle, Merkur-Sprache, über Gefühle zum Sprechen und das natürlich im Gleichgewicht halten, in dem Sinne nicht zu viel, nicht zu wenig. Und auch Erwartungen stellen, dass der andere sich auch öffnet. Und das war die heutige Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.